Aussitzen Deluxe 2.0. Aussitzen Deluxe 2.0. Aussitzen Deluxe 2.0. Kommst du nicht zum Festival, kommt das Festival zu dir. Die Neustadt auf deiner Couch. In deinem Wohnzimmer. Im April, Mai und Juni, immer Montag bis Freitag auf Coloradio oder YouTube. Das weiß ich nicht, wie Ton läuft. Das siehst du doch. Doch, Ton läuft. So, dann mach ich mal so. Action. Highly professional. Ja, Jan. Lotte. Was verschlägt uns denn heute vor die Kamera? Im Prinzip verschlägt uns vor die Kamera, dass wir Füllmaterial brauchen, um unsere tägliche Dosis Aussitzen Deluxe in die Welt spreaden zu können. Und ein Beitrag von der Blauen Fabrik ist ausgefallen? Nein, nicht ausgefallen, sondern verschoben, was zu Corona-Zeiten auch gar nicht so unüblich ist, weil man will ja nicht jeden, der krank ist, trotzdem abnehmen. Ja, logisch. Und dann dachten wir, wir nutzen einfach mal die Chance, um selber Hallo zu sagen. Hallo. Hallo. Und ein bisschen darüber zu sprechen, was mit dem Aussitzen generell auf sich hat. Mhm. Übers Neustadt Art Kollektiv. Ach, schon wieder. Davon gibt es inzwischen so viele Videos im Netz. Ja, du kannst dich ja kurz fassen. Und darüber, was bereits gelaufen ist ein bisschen, was noch kommt. Und woher wir die Kohle haben, ne? Genau, wir sind nämlich gefördert vom Stadtbezirksbeirat der Dresdner Neustadt. Müssen wir auch jedes Mal mit einblenden. Ist auch gut so. Danke dafür. Danke an den Stadtbezirksbeirat. So. Fangen wir doch von vorne an. Wie ist das Ganze entstanden? Ich bin ja der Meinung, du hattest die Idee. Ja, nee, es war Corona, erster Lockdown. Und hatte Herr Barth nicht eigentlich die Idee? Na, das ist so die Frage. Du hattest mich, glaube ich, vorher mal gefragt, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, wie man die Vereine und kleinen Läden unterstützen kann, die halt nicht Corona-Hilfen antragsberechtigt sind. Was ja damals extrem krass war, weil nur die Großen Geld bekommen haben. Ist eigentlich jetzt immer noch so. Und Herr Barth meinte auf irgendeiner Sitzung, wenn Sie Ideen haben, wie wir Geld in den Stadtteil geben können, dann sagen Sie doch Bescheid, melden Sie sich, stellen Sie einen Antrag. Und deine Idee war der Part mit dem Streaming und dem Radio. Das weiß ich nicht. Ich weiß noch, dass du Herrn Barth gefragt hast, ob sowas wie ein Aussitzen Deluxe möglich wäre, indem man Veranstaltungen macht, die dann halt, also ob man quasi Geld nur geben kann dafür, dass man wartet. Da meinte, glaube ich, Herr Barth, nee, das geht nicht. Ja, und jetzt? Richtigerweise, man muss was produzieren sozusagen. Und jetzt haben wir das Warten optimiert. Genau, deswegen wurde aus Aussitzen, ein Aussitzen Deluxe. Und ja, dann brauchten wir einen Antrag, der war schnell geschrieben, einen Finanzplan, wo wir kurz überschlagen haben, wie viel Geld wir brauchen. Und du hast dann die Orte zusammengesammelt. Wie hast du die gefunden? Ohren und Augen offen gehalten. Nee, also Zielvorgaben waren so ein bisschen unkommerzielle Orte zu finden in der Neustadt, die normalerweise Publikumsverkehr haben. Sprich, sei das bei Küfers oder Lesungen oder Konzerten oder Diskussionsrunden, wo halt Leute normalerweise zu Besuch kommen, die jetzt dadurch keine Spenden mehr da lassen können, dadurch, dass Corona ist. Und wo die Aktiven jetzt schon inzwischen seit über einem Jahr, damals noch nicht so lange, aber selber die Miete reinstecken müssen. Weil ja, die Ausfall von Küfer-Einnahmen kann man jetzt nicht wirklich dem Finanzamt melden als Finanzausfälle. Genau, und das war dann eigentlich doch relativ schnell, bin ich einfach mal so durchgegangen, wo man normalerweise halt auf Konzerte geht und zu Küfers und so Vorträgen oder was auch immer. Das ist schon so lange her, ich weiß gar nicht mehr, was man eigentlich so macht. Und dann haben wir die Orte angeschrieben. Und viele wollten mitmachen. Damals noch 9 insgesamt. Diesmal haben wir uns rumgesprochen und sind bei so 17 Orten ungefähr, die dabei sind. Ja.
haben sich ja damals schon Orte gemeldet, während das noch lief, ob sie nicht mitmachen können noch und ob es eine Wiederholung gibt. Auch dieses Mal gibt es schon wieder Orte, die sich melden und fragen, ob sie mitmachen können. Ja. Ob sie noch mitmachen können oder ob es das nochmal gibt. Also drücken wir die Daumen, dass noch eine Weile Lockdown ist, weil dann können wir es noch ein drittes Mal machen. Ja, es muss ja nicht so hart sein, dass Lockdown ist, aber die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise gibt es bestimmt auch noch nächstes Jahr. Und dann könnte man ein Aussitzen Deluxe, wie nennt man das dann? Extended. Das finde ich gut. Ja. Weil dieses 3.0 wäre viel zu einfach. Ja. Ja. Genau. Welche Orte haben wir mitgemacht beim letzten Mal? Beim letzten Mal waren dabei das Hall of Fame war dabei. Mhm. Mit einem Beitrag. Letztes Mal hatten wir 3 Beiträge pro Ort. Manche haben auch nur 2 oder 1 gemacht, je nachdem. Diesmal sind wir bei 2, weil wir so viele Orte hatten, dass das sonst unseren finanziellen Rahmen doch ein bisschen gesprengt hätte. Die Luther war dabei, das Malobeo, das Afropa, das Interrobang sofort, die Hanse 3, die Wanne im Stadtteilhaus und der Wagenplatz. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Ja. Und diesmal sind es mehr. Mhm. Wer ist denn diesmal noch dabei, Jan? Ich überlege auch gerade, wer kam denn noch gerade hinzu? Achso, das Hechtgrün war beim letzten Mal noch mit dabei. Stimmt. Ist dieses Mal aber nicht mit dabei, soweit nee. Ich weiß. Die machen was, da ist was Eigenes. Mhm. In der Mache. Mhm. Sehr gut. Mhm. Der Kulturaktiv ist mit dabei, frisch, die Gedenkstätte Bautzener Straße. Da haben wir letztens erst abgedreht. Ja, und viele, viele mehr, die gerne wollen. Ihr findet das ja alles auf unserer Webseite, neustadt-abend-kollektiv.org, unter Aussitzen Deluxe 2.0, beziehungsweise das URL, nackt.li, Aussitzen Deluxe 2.0. Und da sind wir auch schon mit einer schönen Überleitung beim Neustadt Art Kollektiv, weil um sowas machen und beantragen zu können, braucht man nämlich einen Träger. Sonst funktioniert das nicht in dieser Förderwelt. Das heißt, man braucht einen gemeinnützigen Verein im besten Fall, weil dann wird das mit den Steuern alles leichter, der die Gelder abrechnet, weitergibt und auch nachher gerade steht, dass alles ordentlich abgegeben wurde. Den Neustadt Art Kollektiv e.V. gibt es jetzt seit letztem Jahr. Haben wir den Verein gegründet als juristischen Unterbau fürs Kollektiv an sich, weil das gibt es schon eine ganze Weile länger. Wir machen so schöne Dinge wie das Neustadt Art Festival, dieses Jahr zum 10. Mal. Ich habe das Gefühl, ich habe das dieses Jahr schon 10-mal erzählt. Das Festival zum 10. Mal, das Aussitzen Deluxe zum 2. Mal. Wir haben aber auch letztes Jahr und vorletztes Jahr die Akustikkollektivreihe gemacht, die auch Teil vom Aussitzen Deluxe sind. Dieses Jahr machen wir kein Akustikkollektiv, weil viel zu viel Arbeit, also man hat ja begrenzte Ressourcen. Zum Kollektiv an sich, das es wie gesagt schon länger gibt, gehören unter anderem Thomas Schreiter, Joel van der Beek, Romani Frey und Stefan Bleil und eigentlich auch Lotte irgendwie und es ist witzig, ich habe nämlich niemanden vergessen, ich wollte nur noch dazu kommen beim Akustikkollektiv. Ich wollte erstmal die bildenden Künstler nennen, mir wird hier aus dem Off zugerufen, dass ich Tini Bott nicht vergessen soll. Mache ich natürlich nicht. Die liebe Tini, mit der stellen wir nämlich immer das Akustikkollektiv als Teil des Neustadt-Art-Kollektivs. Und beim Akustikkollektiv hängen halt eine ganze Menge Singer-Songwriter aus der Dresdner Neustadt mit dran, wie Dan Brown, Pat Kearney, wir haben Charles Weder letztens aufgenommen, wir haben aber auch Lona, Andi Valandi, Marie, deren Künstlername anders lautet. Ja, kann man alles übrigens unter neustadt-art-kollektiv.org nachlesen, weil dort dokumentieren wir auch all unsere Projekte und was so gerade läuft. Und ihr hattet neulich auch ein Aussitzen-Konzert, wo wirklich Spitzenrückmeldungen gekommen sind. Also das war so das erste Mal, dass ich wirklich dann auch während das lief so ein paar SMS bekommen habe mit, oh, heute ist ja richtig schön. Also richtig. Obwohl, das kann man auch alles sehen. Endlich mal was. Ja, nee, das ist ja schön, cool. Ja, also generell muss man sagen, wenn ich jetzt sage, dass da viele Rückmeldungen kommen, ist viele sehr relativ, würde ich sagen, weil sich Streaming, und das kann man gut finden oder schlecht,
Und ich glaube, dass auch durch die Bank weg, das machen nicht so viele. Und ich muss sagen, obwohl ich jetzt hier bei einem Streaming-Festival mitmache, habe ich mir selber erst unabhängig davon vielleicht 2 Livestreams angeguckt. Und es hat wehgetan, nicht dabei zu sein jedes Mal. Also ich kann es voll verstehen, warum man generell keine Streams gucken möchte. Also das heißt, viele ist auf jeden Fall relativ. Darum heute auch nochmal so ein bisschen so einen klärenden Programmüberblick, um euch auch ein bisschen aufs Einschalten heiß zu machen. Mhm. Aber ich natürlich auch verstehen kann, wenn es gibt zwar einen Zeitpunkt, wo es zum ersten Mal ausgestrahlt wird, und es ist auch immer cool, quasi mit einer der Ersten oder die Erste zu sein, die das sich anschaut, aber natürlich kann man das auch immer später noch schauen. Ja. So ist es zum Beispiel, dass beim Akustik-Kollektiv-Konzert, ich glaube, da haben live 20 Leute so zugehört, aber binnen von 24 Stunden waren es dann schon über 100, die einfach dann am nächsten Tag oder so schauen. Krass fand ich es allerdings bei der 07B-Crew. Die hatte ja in den ersten 2 Stunden, ich glaube, über 200 Einschaltungen. Ich glaube, die haben die Werbetrommel gerührt. Nicht nur, und ich glaube, das funktioniert auch cool mit dieser Musik, dass weil die Clubs machen Livestreams ja schon viel länger oder sind das auch gewohnt. Und es funktioniert ein bisschen besser, das zu Hause auf der Anlage zu hören, als so ein Talk oder so ein Akustikkonzert. Ist halt immer schöner, auch dann vor Ort zu sein mit den Leuten. Ja. Bei den Talks gab es aber auch positive Rückmeldungen. Das Malo Beo hat ja, war quasi Schirmherr über 2 Talks, die sie sich eingeladen hatten. Und die wurden jetzt auch schon, also sind jeweils im Coloradio gelaufen. Einmal über Identität und Zugehörigkeit von 2 Women of Color, die sich da unterhalten haben, darüber, wie es so ist, im Sachsenland aufzuwachsen. Und einmal ging es um Community Building lateinamerikanischer Frauen mit Sternchen, auch in Dresden. Was für Stereotypen werden dann verbunden, wenn wir sagen, ich komme aus Brasilien, ich bin eine Frau aus Brasilien, ne? Oder aus Venezuela oder eine Frau aus Kolumbien? Was bedeutet das, ne? Was für Stereotypen müssen wir uns dagegen stellen, ne? Oder wir müssen sagen, nee, ich entspreche nicht deinem Stereotyp, was du im Kopf hast. Und der Talk wurde extrem gut aufgenommen, hinterher nochmal nachgefragt, und der Flüchtlingsrat, Sächsische Flüchtlingshilfe, die haben jetzt über den Talk die Frauen gefunden, weil die suchen gezielt Leute, die auch Community-Bildung in Sachsen machen, und die haben sich jetzt direkt vernetzt erstmal. Ja. Genau. Worauf freust du dich denn so in den nächsten Wochen im Programm am meisten? Na, als Musiker und Tonmensch gefallen mir natürlich die Konzerte am besten, gerade auch die akustischen. Die meisten davon produziere ich ja selber mit am Ton. Und habe mich definitiv auf Akustikkollektiv gefreut und war auch sehr zufrieden, dass das so gut lief. Wobei natürlich die anwesenden Musiker auch großartig waren und die waren ein Geschenk, ist, was so Kleinkunst angeht. Oder im kleinen Rahmen an sich ist es ja keine Kleinkunst. Und es kommt noch das Mambo Manifesto von der Hanse 3. Mhm. Das wird draußen sein, weil es ein relativ großes Orchester ist. Das wird auch spannend, das Ganze abzunehmen, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Und da bin ich gespannt, was die so machen. Mhm. Und morgen wird ausgestrahlt aus dem Weltclub ein Trio. 3 lateinamerikanische Musiker, die sich über die Straßenmusik kennengelernt haben. Und das ist auf jeden Fall auch sehr spannend. Ich muss sagen, wir produzieren nicht alles live, sondern einiges auch vor. Das haben wir jetzt vorproduziert. Und ich kann nur sagen, ich bin gerade dabei, das zu schneiden. Es wird witzig. Schön. Freut mich auch schon drauf. Moment. Kleiner Timeshift natürlich. Wenn das hier ausgestrahlt wird, sind die Lateinamerikaner schon durch. Die waren nämlich gestern. Das stimmt, wir sind so verwirrt zeitlich. Ja.
Das ist, hat natürlich, um es mal kurz zu erklären, warum man das als Livestreams oder live ankündigt und dann doch vorproduziert, das hat ganz einfache technische Belange, weil man für einen Livestream tatsächlich eine ordentliche, stabile DSL-Verbindung mit 10 Mbit braucht. Das nervt. Es ist stressig und das nervt. Ja, und das ist halt nicht überall gegeben, das normale Haus- und Hof-Internet, was so die meisten Läden haben, was für die Office-Arbeit ausreicht, die Büroarbeit, geht da leider nicht. Deswegen kann man nur an den wenigsten Orten tatsächlich konkret Livestream. Und die sind auch dafür, auch nur die wenigsten Orte sind dafür ausgerüstet, deswegen produzieren wir einiges vor. Mhm. Was ist denn, hat dich diesmal was überrascht im Vergleich zum letzten Mal beim Festival? Überrascht nicht. Ich bin sehr froh, dass, also die Abrechnung ist ja die Hölle, weil man tatsächlich ja alle Orte mit nochmal einzeln abrechnet, jeder Ort mit mehreren Künstlerinnen und Künstlern, mit mehreren Betreuenden, Ton, Film und dann noch Technikmiete und Raummiete, das alles in einen Hut zu bringen. Das ist so ein fetter Ordner, habe ich das letzte Mal abgegeben für Aussitzende Deluxe zum Abrechnen. Das läuft dieses Jahr ziemlich gut. Das liegt aber daran, dass viele Orte schon dran teilgenommen haben und wissen, wie die Abrechnung läuft und das auch entsprechend gut ausfüllen. Mhm. Hat mich sonst was überrascht? Mir fällt spontan nichts ein. Ja, hat dich was überrascht? Mich hat überrascht, wie viel Expertise im Erstellen von so Ton- und Videoaufnahmen die Orte jetzt im letzten Jahr dazu gewonnen haben. Viele hatten auch schon jetzt eigene Streaming-Formate. Und das ging teilweise so weit, dass ich dachte, hier der Beitrag, na, die wissen bestimmt noch nicht genau, wie das laufen soll. Und einen Tag später hatte ich ihn im Online, na, wie sagt man, im Briefkasten. Im E-Mail-Briefkasten. Somit, hier ist der fertige Beitrag, Kusshand und tschüss. Weil man sich dachte, okay, krass, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das im Laufe des nächsten Monats passiert. Und plötzlich ist es aber schon fertig. Also die Orte sind irgendwie wesentlich weniger auf unser Zutun angewiesen. Sehr viel. Ich glaube, wenn Corona noch eine Weile laufen würde und wir jetzt, sagen wir, aussitzen, die fünfte machen, dann müssten wir nur noch sagen, hallo, wir sind schon wieder und eine Woche später, hier, bitteschön, nehmt. Ja, ja, ja. Bist du mit den alten Platz hier Freiraum Ettal, oder? No. Okay. Jetzt, also genau, zur Info, es gab schon mal einen Wagenplatz, das hier ist der neue, aber der existiert jetzt auch schon seit fünf, oder? Sechs Jahre, sechseinhalb Jahre vielleicht so. Ja, das auf jeden Fall. Also wir haben alle die Zeit genutzt, um dazu zu lernen, wie es scheint. Ansonsten freue ich mich noch extrem auf einen Beitrag aus dem Kokolida, das diesmal auch dabei ist. Die machen nämlich ein Geburtstagsspecial und erzählen so ein bisschen über die Geschichte des Kokolidas, was mich auch, da bin ich einfach gespannt drauf, auf jeden Fall. Dann auch aus dem Kokolida, ich freue mich nicht nur aufs Kokolida, auch aus dem Kokolida kommt noch ein Between the Loop mit Loop Artists, die dort teilweise wohnen, teilweise zu Gast sind. Und wer die Künstlerlandschaft im Kokolida kennt, weiß, es wird wahrscheinlich der Hammer. Genau. Ansonsten, wie lange macht man jetzt überhaupt noch Programm? Wissen wir das schon? Ich glaube, die erste Juniwoche ist auch schon voll. Ja. Nee, warte, die war sowieso voll. Die zweite ist, glaube ich, jetzt auch schon voll. Also wir haben dann auf dem Plakat irgendwann aufgehört, die Termine drauf zu schreiben, da steht genau, dann nur noch 4.7. und dann steht und so weiter und so fort. Ja, weil viele Beiträge jetzt auch länger geworden sind als geplant, weil die Leute gar nicht aufhören wollten aufzuzeichnen, so richtig. Und jetzt als zwei Beiträge gesendet werden können und wir auch wesentlich mehr Beiträge haben, als gefördert werden können. Also es kommen immer noch Leute dazu, die sagen, ja, wir machen einfach noch einen. Und dürfen wir noch mal? Wir machen noch einen. Und so wird es jetzt wahrscheinlich
bis Anfang, Mitte Juni auf jeden Fall noch Programm geben. Also nicht am 4.6., am 7.6. einfach abschalten, weil es ist noch lange nicht vorbei. Ja. Mhm. Genau. Also wir kündigen das, wie gesagt, auf der Webseite an. nack.li/aussitzendeluxe2.0. Da könnt ohne ihr mal reinschauen. Ohne in dem Punkt. Fall. Ja. Hinterm Slash, das ist das Verwirrendste. Warum steht da 20? Achso, ja, 2.0. Da darf kein Punkt rein. Das aber. Kann ich aber einrichten, dass wenn jemand 2.0 eingibt, dass das umgeleitet wird auf die richtige Webseite trotzdem. Soll ich mal machen. Ja, aber wir haben, das es funktioniert ja vorne und hinten nicht. Wir haben ja 21. Okay, ich richte das mal ein. Gleich nachher mache ich das. Dass man auch unter nack.li/aussitzendeluxe2.0 das Ganze findet. Mhm. Okay. Zu den Finanzen ist mir noch eingefallen, wer es ein bisschen genauer wissen will, wir können natürlich nicht grundsätzlich veröffentlichen, an wen wir was auszahlen aus Datenschutzgründen. Aber so viel. Also, Lieschen Müller bekommt 21,50 Euro auf ihr Konto überwiesen. Bitte genau. Mitschreiben, DE. Genau. Aber es sind im Schnitt so 800 Euro, die pro Veranstaltung quasi bei demjenigen Verein oder den Machenden der Veranstaltung landen. Und es ist ein ganz guter Schnitt. Damit lassen sich jetzt keine Riesenveranstaltung organisieren, weil normalerweise brauchen schon allein für so ein Konzert 5.000 Euro, um sauber über die Bühne zu kriegen. Aber für diesen Stadtteil, Soziokulturcharakter geht das, glaube ich, schon ganz gut. Und man muss dazu sagen, für Low-Budget und kommerzielle Orte, die es gewohnt sind, eigentlich allmonatlich den Rest der Miete selber zu berappen, alles, was sich nicht in Kupfer auftragen lässt, ist das schon auch teilweise eine Menge Geld. Mhm. Das hilft, ja. Also es ist hilfreich auf jeden Fall. Ja. Ansonsten haben wir diesmal noch ein Format dabei, das Kollektivroulette, können wir vielleicht nochmal drauf eingehen. Da hat sich die Scheune dankenswerterweise als Gastgeber zur Verfügung gestellt und da haben wir im Hof gefilmt, ganz Corona-konform draußen, wenn auch nicht ganz nachbarkonform, weil es hat schon ging lange und hat Spaß gemacht, sagen wir mal so, und daran ist man ja heutzutage nicht mehr so gewöhnt. Mhm. Und da haben wir es fällt mir schwer noch mitzuzählen. Ich glaube, 6 waren live vor Ort und dann nochmal 2, die selber vorproduziert haben. Also haben wir diesmal 8 Neustädter Kollektive mit dabei, DJ-Kollektive, die zwar jetzt nicht direkt selbst einen Laden haben, aber doch Räumlichkeiten, Lager, Internetauftritt, Technikmiete oder Kosten noch abbezahlen müssen. Und deshalb diesmal auch mit im Programm sind. Und das ist schon abgedreht. Das wird euch jetzt so flöckchenweise immer rausgeballert. Und hat großen Spaß gemacht, auf jeden Fall. Na, die 07B-Grube, ja. Ein Teil davon. Genau, 07B-Crew war schon, im Radio lief auch schon das ein oder andere. Mhm. Wir arbeiten uns vor vom Dub zum Techno. Das wird spannend. Ja. Ja. Eine Sache, auf die ich noch gespannt bin, ist die Halle Helene, die jetzt dieses Mal auffrischt ab zugekommen ist, die es ja erst im letzten Jahr auch gibt, oben im Industriegelände. Ja. Die wollen eine Kabarett-Sendung zeigen. Da bin ich sehr gespannt. Ja, auf jeden Fall aufwendig wird. Aber dort hat dieser Effekt des Lernens oder des Lehrens auch schon eingesetzt, weil die natürlich dadurch, dass es so aufwendig ist, alles selbst gemacht haben, weil es sich mit dem Budget, das wir hätten, nicht hätte decken lassen können. Alles selbst gemacht, no budget sozusagen, und schneiden das jetzt sogar selbst. Deswegen bin ich sehr gespannt. Wir haben quasi wieder Leuten das Fischen beigebracht und nicht den Fisch verkauft. Sehr gut. Mhm. Ja, genau, ich bin auch einfach gespannt, wie es da aussieht, weil ich glaube, es war ja bis auf diejenigen, die es betreiben, noch niemand in der Halle Helene. Ja, da ist auch einfach Corona. Pech gehabt. Mhm. Ja, ich hoffe, die halten durch, bis sie überhaupt aufmachen können. Mhm. Ja. Okay. Hätten wir das? Abschließende Worte. Tschüss.
auf ein Aussitzen Deluxe Extended. Auf gar keinen Fall. Ich möchte, dass es vorbei ist. Also das ist jetzt die letzte Version Aussitzen. Auf jeden Fall wird das die letzte Version Aussitzen, weil nächstes Jahr ist nämlich alles wie vorher. Normal. Ja, dann können wir ja wieder richtige Veranstaltungen an den Orten machen, ohne Livestream. Ausstehen. Ist ja dann... Kommt nach dem Aussitzen, das Aufstehen. Aufstehen Deluxe, aber das Aufstehen, das gibt es ja auch schon. Mhm. Ja, na gut. Das klingt doch nach einem Plan. Ja, viel Spaß jetzt noch mit den restlichen Videoschnipseln, Einspielern. Von euch aus gesehen, morgen können wir vielleicht gleich gibt es vom Afropa einen Radiobeitrag auf Coloradio, 20.30 Uhr. Ja. Ansonsten einfach ins Programm gucken. Genau. nackt.li/aussitzendeluxe2.0 Ohne Punkt. Oder mit. Ciao. Ciao. Cut.